Howdy, herzlich willkommen zurück zur dritten Folge, zurück zu Störenfried in Flexstone. John Cooper ist nach Flexstone gekommen, um sich mit einem alten Freund zu treffen. Es dauert nicht lange, bis er wieder in Schwierigkeiten steckt. Natürlich, immer wieder John. Johnny John. Aber sollen wir das auch kurz mitlesen? Ja, ne? Wobei, es nicht weggeht, aber... Eingenistet zwischen den Gipfeln der Colorado Rockies liegt die Kleinstadt Flagstone. Ladenbesitzer, Bauern, Schmiede und Barkeeper gehen ihren alltäglichen Geschäften nach. Arbeiter der DeWitt Company mischen sich unter die Einwohner, da sie zurzeit eine neue Eisenbahnstrecke durch die Stadt bauen. Als Cooper in Flagstone eintrifft, geht er gerade zum Saloon, der bis auf ein paar Stammkunden leer ist. Das Barmädchen schenkt ihm ein Glas Whisky ein und er nippt daran, während er darauf wartet, dass ein alter Freund kommt. Sehr gut. Na dann, schenk ein! Neulich haben sie das Haus von Old William abgerissen. Warum das denn? Können die ihre Schienen nicht zwischen unseren Häusern verlegen? Konzentrier dich aufs Spiel, ja? Ich sag's euch. Wenn die zu meinem Haus kommen, dann zeige ich den Eisenbahnpennern, wo der Hammer hängt. Scheiße. Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Oh, zu dir kommen wir gleich. Ihr kennt das Spielchen. Alle Mann raus! Ja, Sir. Sieh nur, wie sie rennen. Hast du was an den Ohren? Ich trinke nur noch aus. Hör zu, Arschloch. Diese Stadt gehört jetzt uns. Wenn er raus sagt, dann soll... Wir dulden hier keine Störenfriede. Wen haben wir denn hier? Nun... Jetzt sind es zwei Störenfriede. Was zum Teufel? Du schon wieder? Da laufen sie wie die Hunde. Kein Wunder, nachdem die armen Kerle deine hässliche Visage gesehen haben. Oh, gern geschehen. Du brauchst einen Drink und ich auch. Hector, deiner geht aufs Haus. Ja, Senorita. Gib mir Bescheid, wenn die zurückkommen. Besser nicht. Nächstes Mal bringen sie dich um. Können sie ja versuchen. Ich nehme an, du bist schon eine Weile hier und hast die falschen Leute verärgert, hm? Die haben mich verärgert, aber da du schon hier bist, können wir vielleicht zusammenarbeiten. Oh nein, da ziehst du mich nicht mit rein. Ich bin wegen Frank hier. Umstellt das Haus! Lass sie nicht entwischen! Amigo, du steckst bereits mittendrin und du schuldest mir was. Okay, lass uns von hier verschwinden. Na los, hinten raus. Okay. Ist so cool, weil das auch so immer mit so einem Zwinker alles ist, ne? Also yeah. Es ist total over the top und das liebe ich. Ja, das ist so ein Klischee-Western und alles, ja. Mit so einem Wink, Wink. Ich habe mich gerade gefragt, ob es auch Innenraum-Level geben wird, aber ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, es ist schwierig mit dem, was sie haben. Sie sind hier irgendwo. Und wir haben alle Zeit der Welt. Diese Typen sind auf Blut aus. Wer zum Teufel sind die? Ach, gehören zu der DeWitt Company. Mit einigen von ihnen habe ich noch eine Rechnung offen. Na dann. Ich hoffe allerdings, du hast einen Plan. Na, klar. Lass uns zur Straße gehen. Niemand wird uns belästigen, wenn wir uns unter Stadtvolk mischen. Dann haben wir etwas Luft. So weit, so gut. Aber wessen Schädel schlagen wir denn ein? Zuerst wäre da mal Jarvis. Echt harter Kerl. Im Moment ist er im Hinterhof und versucht, den Bullen zu reiten. Dann haben wir Wild March. In Level. Sie ist in der ersten Etage des Flagstone Bordells, trinkt Whisky und sieht den Mädchen beim Tanzen zu. Als nächstes hätten wir den Duke. Er dreht mit seinen Stiefelleckern auf der Kirchstraße seine Runden. Und zuletzt haben wir den Vorarbeiter, McBain. Der ist ein echtes Arschloch. Hat seine Leute die halbe Stadt abreißen lassen, damit er nicht um sie herum planen muss. Also, wir kümmern uns um sie, gehen zum Saloon zurück und trinken unsere Drinks aus. Das ist kein besonders detaillierter Plan, Hector. Was glaubst du, warum ich auf dich gewartet habe? In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Also ich fasse den Plan mal zusammen. Hau 4 Leuten auf die Fresse. Genau. Ich liebe Hectors Stimme. Ich wollte sagen, guck mal hier. Ja. Das passt wie der Priester ein bisschen, finde ich.
McCoy? Ja. Aber nur so ein bisschen auf den ersten Blick. Ja, auch. Hm? Ich kann ihn noch nicht anwählen. Das ist der. Aber ich auch. Na, guck mal, du hast alles Zivilist, Zivilist, Zivilist. Nicht möglich. Bin ich zwei Sachen. Er hat auch den Koffer in der Hand, deswegen glaube ich. Ja. Habe ich eben erspäht. Ja, da leuchtet was. Guck mal, man kann da rein, da ist eine Kiste. Das ist Munition. Ja. Also, erstmal finde ich es sehr cool, dass du ja quasi Gebiete hast, die du einfach so betreten kannst. Ne? Also, ne, hier auf der Straße dürfen wir scheinbar einfach rumwandeln. Und sind dann auch nur Zivilisten. Also vier Leute. Ich würde sagen, wir machen es einfach in der Reihenfolge, in ja. der das uns vorgetragen wurde hier. Okay. Oh, es sieht so schön aus. Also erstmal müssen wir hier wohl raus. Genau. Dazu sagen wir jetzt, das ist euch jetzt wahrscheinlich schon klar geworden, aber Josh spielt. Ja, ja, stimmt. Gute Nachrichten. Hallo. Für mich, weil ich endlich spielen darf und spielen wollte. Falle und Pfeife. Und die gute Nachricht für euch ist, ich habe tatsächlich vorher auch schon mal noch in die Mission davor kurz reingeguckt und ich jetzt hier nicht völlig jungfräulich an die Sache herangehe. Hector kann Pfeife, um Wachen zu seiner aktuellen Position zu locken. Hector kann außerdem Bianca platzieren, eine riesige, aber überraschend unauffällige Bärenfalle. Hector ist klug, also kombiniert Hector seine Fähigkeiten gerne. Okay, Falle, Pfeifen, Matschepampe. Hast du die Animation gesehen? Das ist ja richtig eklig. Wir können uns das hier nochmal in Ruhe angucken. Das Ding immer noch mit dir herum? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Und das gute Zeug dabei. Ja, natürlich. Zum Heilen, sehr gut. Ja, eine Axt. Die Axt. Die eine. Also, wir haben Ihmchen hier. Schütze. Dreierlei Schützen. Warte mal, hier meine... Ich würde erstmal einmal F5 drücken. Das war einfach so. Ja, speichern. Dann können wir einmal das hervorheben, ob wir irgendeinen Feind übersehen. Nee, alles klar. Also die drei gilt es auszuschalten. Da wird Verstärkung herkommen. Wenn die beiden... Was passiert, wenn sie aufkreuzen? Wir knallen sie ab und gehen da. Naja, aber ich kann ja hier die Falle hinsetzen. Ne? Dann pfeife ich und kannst kaum erwarten. Dann wollen wir mal. Oh ne, sorry, falsch rum. Legen wir los. Machen wir so. Bereit, Bianca? Noch. Also gut, meine Hübsche. Lass uns jemanden in deine Umarmung locken. Wie süß. Ich glaube, der sieht uns nicht. Ich wäre nur äußerst ungern dieser Typ. Siehst du, das alte Mädchen hat mich noch nie im Stich gelassen. Jetzt reiß dich zusammen. Hier lange, Mio. Oh, sorry. Ich wollte rechts klicken. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Jetzt können wir uns den wahrscheinlich schnappen, den anderen. Ich könnte hier, kann ich ja hinkommen ohne. Nur den kann man sich ganz genau, Amigos. Wir machen das mal hier mit Olle. Wie heißt der? Hector. Hector hat so eine tolle Stimme. Ja, wenn du da stehen bleibst, sieht er dich ja sogar nicht. Ja, ich packe jetzt hier alles klar. Die Falle hin. Klarer Fall für die. Ich mach's mit Singstimme. Ja, super. Hey, das hab ich gehört. Ja, dann geh doch mal gucken. Gerade noch. Und Mensch. Bianca ist verlassen. Bianca ist verlassen. Ah, sorry, aber da kriege ich von Tuchschmerzen an. Denk dran, den großen Typen mir zu überlassen. Ja, das ist ja. Schon mal erwischt. Er gehört ganz und gar dir. Den Mann mit der Axt. Longcoats sind die gefährlichsten Feinde. Hector ist der Einzige, der sie alleine erledigen kann. Und zwar mit seiner treuen Axt. Er ist der Mugen. Stimmt, ne? MRF. Er fällt mir. Das ist auch so geil. Du bist nicht die ganze Zeit damit nerven und anders wichtig. Und noch einer. Genau, in Shadow Tactics gab es auch eine Figur. Dein Glückstag heute, was? Der einen schweren Angriff konnte. Ja. Augen auf. Mach schon. Ich hoffe, der hieß Mugen. Ich habe das jetzt einfach Ich glaube Mugen, ja. Und der konnte die Samurai? Ja, der hatte sie, genau. Er war ein Samurai und hatte so zwei. Der Spaß sind eigentlich keine Katana, an. Sondern Waki-Sashi, wollte ich auch sagen. Zivile Zonen. Die Charaktere können sich unmerklich durch zivile Zonen bewegen, solange sie nichts Verdächtiges machen. Die rote Markierung zeigt an, ob du gleich eine zivile Zone betrittst oder verlässt. Irgendwas passiert. Kein Problem. Können wir jetzt einen hier aufstellen?
Ah ja, genau. Rot markieren sagt. Wir sind draußen. Ganz ruhig. Ja. Wer steht als Erster auf deiner Liste? Wie wäre es, wenn wir sie in beliebiger Reihenfolge umlegen? Einen tollen Plan hast du da. Hast du gehört, was mit der Kirchenglocke neulich passiert ist? Und da musst du aufpassen, da kommst du nicht einfach so durch. Oh, hier oben, wo wir schon. Ja. Also, genau. Wir gucken uns mal um. Ich meine, hier ist wahrscheinlich. Ja, klar, ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie das hier genau ausgeht. Okay. Also, entweder kommt man hier rüber? Wahrscheinlich nicht. Nee, man kommt aber über das Dach. Nur hier lang wahrscheinlich, ne? Ja, dann gibt es hier einen Bonstür, den kann man einfach wegachsen. Dann hier so rüber. Hier ins Gebüsch. Ich weiß noch, dass wir auch in dem Shadow Tactics relativ selten diese Doppel... Also später schon, wenn man es musste, aber am Anfang immer lieben, so. Ja, man hat auch so sein Favorite doch ja eigentlich in der Regel, ne? Das ja, wird so heiß. Der reagiert ja dann nicht, wenn ich... Okay, den kann ich, glaube ich, relativ unbemerkt. Die Frage ist... Achtung, das ist rot, wenn du die Treppe hochgehst. Ja, ja. Gut, aber mich sieht ja hier keiner. Oder? Der. Zählt der, wenn ich hier reingehe? Wahrscheinlich, ja. Weil er ein Schütze ist. Ja, ja, er passt auf. Ich glaube, der bewacht es halt. Du müsstest ihn also auch schalten. Aber wie macht man das ungesehen? Na, ich kann ja einfach so... Wechselgefällig. Oh, ich muss mich unauffällig halten. War das zu auffällig? Ja. Ich habe nur Geld in den Brunnen werfen wollen. Ich habe mir was gewünscht. Und da war leider kein Brunnen. Ja, ja, aber sie sind jetzt so alles easy. Warte, aber schaffe ich es, mich hier so vorbeizusneaken? Ganz schnell? Ja. Glaube ich nicht. Okay. Zu viele Wachen für einen Hinterhofpferch. Jarvis und seine Menschen. Scheiße. Scheiße. Okay. Du musst ihn schon weglocken und dann. Ja, aber ich darf hier. Na, da kriegen wir rein. Neuer Plan. Sollen wir zu viele Wachen für einen. Nein! Geht doch nicht da lang! Ja, nehmen wir den kürzesten Weg schon mal. Alles, alles, was man ihm beibringt. Okay, nee, den zivilisierten. Passiert ist? Ja, stell dir nur vor, wie wir am Sonntag heruntergefallen, als die halbe Stadt. Können wir hier nämlich ins Gebüsch. Das sieht der nämlich gar nicht. Der sieht auch nicht. Hier lief da aber noch einer rum, oder? Hätte ja. Was sind deine Männer hängen hier rum? Ich wette, er versucht es nochmal mit dem Bullen. Dann sollten wir uns besser unauffällig verhalten, sobald wir drin sind. Du musst dich bücken. Was denn? Du bist nicht worden. Ja. Dann wollen wir mal. Geduckt, meine ich, sorry. Du musst dich. Okay, also er guckt sich den gesamten Bereich an. Der guckt. Da ist tot für ihn, aber jetzt guckt. Kann man die ins Gebüsch, das ging mir dem anderen, ins Gebüsch locken und die Falle, dann sah die keiner, wenn die sterben, oder? Ja, aber eigentlich müsste ich jetzt, glaube ich, wenn ich schnell bin. Siegen, dann mal ran. Die nehmen er. Guter Wurf. Wusste ich doch, das ist echt nicht gut. Kurz mal zugreifen. Freut mich sehr, dass ich deinen Erwartungen entspreche. Da kommt man schwierig hin. Zumindest obenrum ist es schwierig. Dann haben wir hier noch einen, der hin und her läuft. Dieser Bulle hat keine Chance bei dir, Mann. Der sieht halt relativ hin. Der verhindert, glaube ich, dass ich hier crosse. Ja. Ja. Ich kann mich aber auf Dächern geduckt fortbewegen. Das wissen wir auch. Das Problem ist, da sieht das hier komplett ein. Das ist die Frage ist, in dem Fall ist, glaube ich, kein Dach, weil das seine Etage ist. Ja, den möchte ich jetzt eigentlich immer ziehen. Genau, also siehst du, der Unterschied hier, der sieht gestreift oben, der andere aber nicht, der sieht dich da oben. You know? Ah ja, 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 das, ja, ja, sorry, ich rede auch von dem unten. Ja, okay. Die mich sehen. Ich wollte das nur einmal klarstellen. Den ran, ja, Versuch mal eine Falle ins Gebüsch zu legen. Ach ja, aber die Pfeifen hört ja der andere auch. Nee, ist ein nee Radius. Die links. Ja, da, aber wenn du jetzt pfeifst, kommen die anderen beiden ja auch. Kommt drauf an, wie ich. Wie ist der Plan? Holen wir uns ein. Ja, ich kann so pfeifen. Aber dann pfeift er von da, ne? Ja. Ja. Du könntest von außerhalb natürlich. Aber ich kann mir den hier greifen. Ja, dann. Wenn die anderen weg sind, dann legst du da eine Falle hin. Genau. Sehr gut. Das musst du kurz warten. Die Frage ist, ob das okay ist, wenn ich den jetzt einfach. Sieht der, die Frage ist, sieht jetzt der Kollege, wenn der Typ hier im Gebüsch. Ja, wenn das so nah dran ist, vielleicht schon. In die Falle geht oder nicht? Mal gucken. War er nicht gerade noch hier? Okay, das ist da. Irgendwas? Was ist das denn? Komm mal rein! Teufel, die Zähne.
In Ordnung. Ja, das wird jetzt ein bisschen problematisch, Leute. Ah, da ist keiner. Okay. Ist nur doch jemand. Also es geht aber so, aber er darf, du hättest eine Runde warten müssen, bis ja, der hier weg ist. Aber der steht ja auch nicht die ganze Zeit. Oh nein, das ist... Richtig. Weil die kann ich dann... Ja doch, wenn der weggeht und der weggeht, dann ist easy. Oder du fallst beide ran. Und dann machst du einen Doppel-Attack. Ja, ich mach einen Doppel-Kill. Ich bin noch beim Umfang. Ich mach dann Messer den anderen. Der nicht in den... Pass nur auf. Alles klar. So, und jetzt kannst du die Doppel-Attack... Überall diese Ärsche von der Company. Oder du machst einfach einen... Oh, der andere kommt nicht. Ich komme rein. Ach, das ist ja auch der hier, Jarvis. Ja, immer noch drauf. Wir haben Fallen gelegt. Der da oben sieht den. Ach, das sieht. Okay, alles klar. Gut, wir lernen immer mehr. Alles klar, so muss der Typ hier ausgeschaltet werden. Wie kriege ich dich? Du könntest die Falle weiter nach rechts legen. Das ist ein toter Winkel. Da hinten hin. So hin, ne? Ja. Ja. Einpacken. Oder zumindest ist es da nur gestreift, da sieht er dich vielleicht nicht so schnell. Na, hier vorne ist auch gestreift, also solange er steht, aber hier hinten ist er komplett nicht. Ja. Man muss die Falle hier hin. Da muss der Dings noch draußen mal. Der Cooper oder ganz nach rechts. Genau. Ecke. Also dass der nicht im Weg steht. Wir sind noch nicht fertig, Amir. Jetzt machen wir mal Lärm. Ja, aber jetzt ist das Problem. Fuck you. Dann wirfst du ihn halt ab. Ja. Oder stichst ihn oder so, wenn er jetzt ins Gebüsch kommt. Hat sich cool da. Ich mach's mit Singstimme. Oh, da kommt ein Bürger? Nein! Bleib weg! Seltsam. Geh weg! Geh weg! Ich bin der Falle, bitte nicht in die Falle! Geh weg! Geh weg! Stell dich genau. Hier siehst du nichts. Aber ist hier nicht? Nee, das ist alles. Kann der da mal weggehen? Aber du kannst den anderen trotzdem pfeifen und mit dem anderen erstechen. Du musst ja nicht beides mit einer Falle machen. Ja, ich mach einfach das Anti-Falle. Aber hier? Man muss weit genug weg sein halt. Ja. Das Ding ist, wenn ich hier pfeife, ne? Dann müsst ihr ihn trotzdem wieder sehen. Na, ich versuch's jetzt mal. Ich glaube, es geht. Ich darf ja ein bisschen denken, sonst wird das jetzt zu kompliziert. Wer wird denn sehen? Wir müssen so weit gehen, wie es geht. Und jetzt warte. Das kriegen die einfach mit. Nee. Er guckt auch so schnell. Er guckt genau dahin die ganze Zeit. Okay. Ja, die Kante ist halt mit Absicht. Ne? Blöden Game Designer. Ja, also, es muss komplett anders laufen. Also erstmal den da oben. Ja, der zerstört uns hier. Die Frage ist, habe ich eine Chance? Ich kann ja hier nicht mit dem Messer werfen. Hm? Ich lasse den jetzt mal weg, ich muss mir mal angucken, wie weit ich ihn mit dem Messer... Hast du eine Chance zu, ein Messer nach ihm zu schmeißen, wenn die anderen nicht gucken? Und der da oben kann ich was. Wer hat Lust zu sterben? Nee, ist nicht gut. Jetzt musst du nur dein Messer zurückholen. Ja. Was geht? Ich könnte jetzt... Los geht's. Wenn der andere nicht da ist. Der guckt dir da oben nicht hin, du musst nur geduckt laufen, ja. Hier wird er nämlich von drei jetzt gesehen, weil alle... den ganzen Tag an dem Bullen gearbeitet. Wenn dieser Bulle wütend wird, bekommen wir was zu sehen. Wie damals in El Paso. Wir sollen den Bullen wütend machen. Wie jedes Mal in El Paso. Und der hier, der mich nicht sehen kann. Mach das bitte. Mach den Bullen wütend, dann tötet der Bulle. Sieh genau hin. Alle Hitman, ne? Die Zähne. Oh, ich liebe Hitman. Dann wollen wir mal. Das ist jetzt echt strong, der. Da haben so viele Leute auch für gearbeitet, die wir kennen. Oder die ich kenne mittlerweile. Aber jetzt haben wir Ihmchen hier, aber der kann uns gleich erstmal noch egal sein. Der andere soll mal die Falle ein. Seiner. Genau, jetzt. Nicht Bärbel, wie hieß seine? Seine Falle? Er ist da! Immer schön den Kopf runter. Und sie Axt, oder? Nee, die Falle hat einen Namen. Bianca. Bianca. Bärbel, Bianca. Ja, irgendwas mit B. Braves Mädchen. So, wie machen wir dich wütend? Hä, worüber wundert er sich jetzt? Ganz genau, Amigo. Wenn wir jetzt simpel machen, einfach ihm das Messer hin reinwerfen. Das wäre irgendwie lame. Kann man nicht irgendwas mit dem Bullen machen? Weil das sie das fünfmal gesagt haben. Ich kann nicht mit dem Bullen interagieren. Versteckst du dich vor mir? Na komm, Waffen? Wachen? Speichern mal kurz. Und dann... Ich würde gerne, aber ich müsste dann. Ich bin nicht in Stimmung. Jetzt geht's. Vielleicht die Zähne. Wieder in
Offenbar war Jarvis doch keine so große Nummer. Einer ich erledigt, dachte, du hast drei übrig. Das hatte ich letztes Mal auch, als ich da neu laden musste. Wir haben Schlimmeres durchgemacht. Los zur Straße. So, jetzt ist mein Leben, oder? Normalverhalten aufstehen und laufen. Sehr gut, ja, einheben finde ich gut. Ziele aktualisiert, kannst du einfach nur einmal drücken, weil das nervt. Ja. Check. Jetzt kommt was ist die Frage? Ist Fragezeichen da oben? Also gut, möglichst unauffällig. Was Marsch trinkt viel Whisky, das Dienstmädchen holt ihm aus diesem Fass. Oh, das kann man vergiften. Das dieses Fass? Ja. Wahrscheinlich. Naja, vielleicht hätten wir hier auch einen Hinweis auf den Bullen. Los geht's. Was willst du? Hm? Was glaubst das ist du rot. Denn? Ach, es ist kein Zutritt. Oder? Also gut. Was, ich hab ihn gerade. Ah, Leute, jetzt wollt ihr da einfach mal reinmaschinen. Oder hier muss hinten rum rein. Guck mal, ob du links rum kannst. Also ganz außen. Man sollte annehmen, er wäre vorsichtiger bei all dem Geld. Ich sag dir, Bürgermeister Higgins hat für seine Hochzeit ein Vermögen ausgegeben. Ja, wie komm ich denn rein? Leer gekauft. Hier so rum. Er ist schon seit Jahren. Ja, hier rein. Vermutlich dann kannst du da hochklettern. Auf die. Und dann hier? Ja, ja. Weil du kannst da hochklettern auf das. Genau, wie wir zu sehen. Weißt du noch, weil wir wollen ja eigentlich unten rein, um das zu. Ja. Aber wo, außer durch die Tür, aber durch. Also hier kann ich ja definitiv nicht rein. Ah, du kannst ihn töten. Darf ich kurz? Den töten. Also darf ich. Wenn man ihn tötet und ihn, hier ist eine Tür, kommt man hier auf jeden Fall rein, aber da passt auch einer auf. Aber. Das sieht er tatsächlich nicht, aber die Zivilisten sehen ja, wenn ich den jetzt ja, einfach... Ja, klar, das war auch nicht mein Vorschlag. Ich habe nur erzählt, wo man Ich denke ja auch nur, wenn ich dir jetzt einfach ein Messer ins Gesicht werfe, ist das, glaube ich, relativ verdächtig, richtig? Ja. Das ist auch ein Böser. Gutes Zeug. Nur mal zum Testen, ich will mal wissen, wie sich so die allgemeine Bevölkerung verhält, wenn man... Mitten in der Siegernahme ist das... Die Zähne. Die allgemeine Gesellschaft denkt sich. Das? Denkt sich, who cares? Weil die wollen die ja loswerden, scheinbar. Ja, so, jetzt machen wir nämlich die Aktion. Also, jetzt. Müssen wir okay, der eine läuft hin und her. Da hinten im Hinterhof. Mach die Laune, Cooper. Da kommt einer gerade. Kein Problem. Nur ein Stückchen. Okay, weil wir wollen ja hier rein. Wieso hat der jetzt ein Häkchen über dem Kopf? Ja, der unten. Genau, tiefer. Der da. Was heißt, sagt mir das jetzt? Der sagt, alles ist okay. Ja, scheinbar schon. Also der... Guck mal, also ich würde den hier wahrscheinlich mit einer Falle einfach locken. Ins Gebüsch. Ja. Wenn der blaue Typ nicht guckt. Da guckt der und nicht. Und der grüne da oben nicht. Also eigentlich jetzt. Eigentlich perfekt jetzt. Hier lang, amigo. Klarer Fall für Bianca. Noch. Ja, schützt sich beide. Na also. Oh, so pass auf. Alles klar. Der andere zurück. Oh, das wird jetzt eher sehen, ne? Ja. Shit. Ja, das wird's voll hat sehen. Sein Herr dreht sich jetzt um. Kommt ein Zivilist. Bleibt. Ich weiß, welcher kannst du doch retten, aber natürlich ist ja, es ja, man kann es dann halt ganz oft retten, wenn die dich nicht finden im Gebüsch, weil du hast den anderen ja weit weggekillt. So eine Kette an also muss ich den berücksichtigen. Ach so. Oh shit. Ja. Verdammt. Okay, da bin ich doch kackendreist, das ist mir dann auch egal. Klarer Fall für Bianca. Okay, machen wir doch eine Aktion aus. Hey, mach schon. Je mehr, desto lustiger. Also gut. Dann mal ran. Scheiße. Was ist denn mit den Typen los? Ja, ich war zu früh, ich dachte, der ist schon drin. Die dauern so lange, bis die da mal in die Falle tappen, ey. Ja, vor allem musst du den anderen ins Gebüsch kommen lassen, sonst sieht der links nämlich den. Ja, okay, also nochmal. Der Spaß fängt erst an. Alles klar. Ah, also nochmal wie gehabt, ne? Was ist das? Ja, ist nichts. Bereit, Bianca. Bianca hier. Dann jetzt am besten, bevor der irgendwie auch zurückkommt, der andere in grün. Jetzt machen wir mal Lärm. Hey, das hab ich gehört. Ganz genau, amigo. Jetzt wartest du. Wird auch Zeit. Wer hat Zeit. Lust zu sterben? Oh, warum sieht er ihn? Ja, weil sie nicht, weil du nicht weit genug weg vom Pfeifen wahrscheinlich bist. Man! Also sie sind ja nicht ganz dumm.
Fertig. Vielleicht bin ich ein bisschen zu dumm. Ich glaube mir, dass das der theoretisch einfachere Weg ist, da dran zu gehen. Aber. Jetzt nicht mehr. Ich will ja eher den Whisky vergiften. Also, ich meine, hier Küsten. Man kann halt sich von hinten erst den Typen in grün holen, natürlich. In grün, in blau, meine ich. Wie machen wir es jetzt? Man könnte sich auch die beiden holen, anstatt den da hinten, ne? Welchen? Die beiden jetzt, anstatt den. Du hast eben immer den und den geholt. Ja, aber... Jetzt machen wir mal Lärm. Ganz genau. Ja, ist gut. Das sieht er mich da schon wieder da hinten. Zieh, die Falle muss vielleicht weiter nach vorne. Nee, ich falle ist schon ziemlich auf der Grenze. Weiter weg geht gar nicht. Alles klar? Noch ein Tag. Schon unterwegs. Unsicher. Was ist denn mit den Typen los? Du kannst halt immer noch ablenken, ne, mit so einer Münze. Ja, aber... Du kannst auch eine Doppelaktion machen, aber das hört ja jeder. Ich brauche eine Doppel-Dreifach-Aktion hier. Ja, ne? Schießen, ja, du kannst aber zwei erschießen. Alle am Arsch hier. Ja. Also wenn ich pfeife, sehen die mich schon mal, weil sie nicht einfach da reinmarschieren. Gut. Das ist also quatschig. Das hilft mir nicht. Los geht's. Ich will die hier einsammeln, bitte. Damit sparen. Bianca, kehr zu mir zurück. Jetzt hier direkt hier vorne hinsetzen und mich dann ganz hinten reinsetzen. Los in dem Städtchen. Na also. Suchen wir das nochmal in der Variante. Schön, dich zu sehen, amigo. Jetzt machen wir mal Lärm. Kein Problem. Ich dachte halt, dass man... Er hat Lust zu sterben. Warum geht das denn nicht? Warum geht der denn da nicht rein? Warum sehen die mich denn? Das ist doch Bullshit. Na, weil du genau daneben stehst. Nö, ich bin mein, weil... Ich finde das ärgert mich jetzt. Das ist so eine scheiß Mechanik. Entweder ich bin safe im Gebüsch oder ich bin nicht safe im Gebüsch. Stimmt. Das finde ich nicht cool. Dann hol dir erst den links. Nö, dann gehe ich oben rum. Dann scheiße ich auf die... Ja, was aber ich meine, wenn du oben rum gegangen bist, dann wirst du sie eh töten können, meine ich. Weil du müsstest ja nur außen rum. Dann gebe ich den Metzel ist jetzt halt einfach nieder. Ja, und scheiß auf den Whisky. Da würde ich jetzt zu. Jetzt will ich auch nicht mehr. Das ist doch wahnsinnig. Ein Teil von mir will einfach nur packen und verschwinden. Also, wir haben gestern ihre Schubladen hier. Ja. Und drehen wir andersrum, weil da läuft noch einer links und rechts immer. Wieder ein Geschäft. Okay, interessiert den jetzt auch nur so bedingt, dass ja, er wäre es rot geworden, glaube ich schon. Ja, ja, oh, da ist jemand links neben dir. Achtung. Oh, hi. Den meinte ich eben nämlich eben auch. Highlighten. Den kannst du jetzt töten. Der guckt das nicht mit reinziehen. Wer hat Lust zu fahren? Wenn unterwegs. Oh. Ups. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich bin gerade kurz auf den Desktop getappt. Das zeigt ja nicht. Ich glaube nicht, ne? Weil wir haben ja nicht Screen-Aufnahme an, sondern einfach nur Game. Okay. Kann ich hier hoch? Nee. Nee, du musst von da hoch. Deswegen meine ich von da... Nein, du drehst immer viel zu schnell. Da von der Leiter, ja. Ja, ja. Genau, und deswegen musst du die Leute eh im Innending töten. Und deswegen meinte ich, kannst du gleich da rumgehen. Los. Ich war schon von gesorgt. Ja. Genau wie früher. Amigo. Genau wie früher. So, hier was sind. Okay. Ja, ich bin nicht auf ihm drauf, wenn er dann einen Meter daneben sitzt. Jetzt habe ich wieder nicht gesaved. Ich glaube, du bist ja nicht weit weg. Hier bin ich, amigo. Hier lang, amigo. Okay. Das ist nicht Whisker. Das haben wir gar nicht benutzt. Das Vorspulen. In Ordnung. So. Kann ich... Nein. Nee, kann ich... Geht das? Los. Was? Okay. Ich dachte, der guckt gerade nur den an. Nee, die gucken schon dann so ein bisschen auch hin und her. Ich hab doch ein Gebüsch gesifft. Kein Problem. Ich hab außerhalb gesifft? Ja. Okay, ich will da hoch. Oder ich will da rein. Ja, aber egal jetzt. Also. Muss ruhiger werden. Er guckt. Deshalb dachte ich, dass er nur ihn da anguckt.
machen die auf jeden Fall hier noch fertig jetzt in der Folge. 2-2. Also er guckt, da ist er komisch, oder? Der guckt, oder sieht ihn nicht. Aber er sieht ihn gleich wieder. Er guckt dann dahin. Hat da einen Totenwinkel. Zeig mal, wie weit er guckt. Ich glaube, er guckt mich nicht so weit. Kann ich hier nicht? Nee, genau, du kannst ihn hier töten, hier. Den oberen. Was soll nicht das den anderen, den linken anklicken. Ah, jetzt guckt er jetzt nicht mehr. Ich der weiß, hier. Ja, du musst einfach mal die Maus nehmen. Der hier, ja. Der guckt hier weiter rein. Ja. Und der guckt nicht so weit. Das heißt, wenn du den hier irgendwo tötest, dann. Ich dich einfach über den Ballern ins Ende. Hast du meine Kippe? Dann kriegst du. In Ordnung. Und jetzt den hier erst. Augen aufs Ziel. Was hört er noch? Warte. Wer sieht den da? Ne, sieht den jetzt, nicht. Jetzt, schnell, bevor der noch. Ja, ist zu spät. Der wird den. Mich sehen, wenn ich ihn wegtrage. Moment mal. Ja, come on! Ich bin hinter der Ecke! Nein! Ich bin hinter der Ecke! Weil du warst eine Sekunde einfach nur zu lahm, das geht auf jeden Fall. Ah, ja. Witzig, dass er nicht im Gebüsch. Das ey, jetzt geht doch in das Scheißgebüsch, Leute! Macht mich aggressiv, wenn ihr da nicht reingehen wollt. Jetzt geht er rein! Auf. Oh, sobald er sich umdreht, ist er fertig, ey. Genau. Aber du kannst auch ihn erstechen, das ist nicht so laut. Ja, das dauert aber länger. Es ging nur darum, das hört der, wenn er genau daneben steht. Wenn du es drückst, siehst du doch, wie laut, siehst du? Er muss genau aus dem Kreis sein. Jetzt. Ja, ich lauf schon. Kein Problem. Und speichern. Oh, jeder Safe Point hier hart erarbeitet. Jetzt hab ich den, aber er ist schraffiert. Aber den anderen, der hin und her läuft, den kannst du dir jetzt holen, weil ich glaube, den sieht dann keiner. Was ist denn Ümchen? Der steht jetzt hier gleich alleine gleich, dann kann ich ihn. Er hat einen toten Winkel, genau. Der steht jetzt hier, dann messer ich den, wenn der kommt. Ja. Na los, Bewegung. Jetzt wird es ihn dir schnell, bevor er zurückkommt. Und du darfst deinem Kollegen schwimmen gehen. Okay. Bleibt noch der hier. Mhm. Ich wollte nur sagen, speichern! Speichern! Jetzt hätte ich mich selber verwirrt, weil ich so krass gedreht habe. bleibt er, er guckt ihn an. Er ist jetzt alleine. Genau, und eigentlich ist er hier mal Zeit für. Jetzt kannst du dir den Easy holen. Bianca-Mäuschen nicht. Weil jetzt hier für mich wieder die Frage ist, wenn ich jetzt die hier hinstelle und ich ersetze dich da hinten rein, wird er offenbar gesehen. Was ich einfach mechanisch nicht verstehe, spielmechanisch. Okay, aber wenn der da so steht, dann ist der nicht gesehen, dann kann ich hier mit. Jetzt geht's. Guck mal hinten rumgehen. Du solltest auch erst den töten, weil der guckt relativ weit nach da hinten, guck. Ja. Deswegen kannst du den dann nämlich nachher einfach nur mit dem Messer abwerfen. Ja, der ist mir tatsächlich sogar egal, aber ich. Nee, ich meinte den. Kann man dann einfach mit dem Messer holen. Ja. Den sieht ja keiner. Der muss halt jetzt abgelenkt werden durch den anderen. Ja. Bin unterwegs. Ist er das? Nee, also kommt der, redet ihr jetzt nicht miteinander? Hä? Hey, die quatschen doch die ganze Zeit. Bin ich doof? Nee, der quatscht immer mit dem, der hin und her läuft. Zack. Hab ich fertig das Spiel? Jetzt schon, im zweiten Level. Und los. Ach, easy. Der da steht. Jetzt machen wir mal Lärm. Ah, es geht nicht. Ja, aber du konntest den abwerfen, da sieht den keiner, wo der jetzt steht. Ja, das war das Messer. Was? Wie, der hat uns gesehen. Wie, der hat uns gesehen, ist er aufgestanden? Ja, weiß ich nicht. Achso, die stehen halt auf, wenn man doppelt klickt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ich nehme jetzt einfach, ja, offensichtlich. Und los. Was ist das? Das ist auch zu weit. Die Frage ist, was nicht, wie weit du dein Messer genau werfen kannst. Ja, das reicht. Das reicht sehr gut. Komm, komm mal her. Halt, das sieht ihn ja keiner. Sieht das kann ich auch drauf scheißen, eigentlich.
Das größte Gebäude in der Stadt. Erinnert mich an das in Deadwood. In Deadwood gibt es viele Bordelle. Du weißt schon, das, aus dem sie mich rausgeworfen haben. Das grenzt die Auswahl nicht ein. So kann ich jetzt. Der, warte, der dreht sich irgendwann um. Aber ich weiß. Nee, der vor dem Fass sitzt, bevor du da einfach durch die Tür rennst. Okay. Mach schon. Der dreht sich irgendwann um und guckt sich das Fass an. Und dann kannst du ihn töten. Die haben's hart hier. Habe ich zumindest vorhin beobachtet, dass er das irgendwann mal macht. Also ob ich schnell genug bin. Ich muss erstmal natürlich warten, bis sie jetzt hier rausmarschiert. Ich platze hier einfach mal kurz rein in die Bude und werfe ihm ein Messer ins Gesicht. Mal gucken, ob ich das schnell genug einfach hinkriege. Vielleicht geht es. Sollen wir? Augen aufs Zudern. Vielleicht können wir was in den Whisky tun. Ach, ich brauche noch was für den scheiß Whisky. Du kannst doch. Bin unterwegs. Dann ist er bitte. Aber was tun wir in den Whisky? Haben wir hier irgendwo was gefunden? Vielleicht findet man das woanders auf der Map. Wie letztes, das war doch auch in der Shadow Tactics. Ja, ich dachte, das was wäre jetzt quasi schon am Start. Guck mal ganz dicht, wir speichern mal kurz. Und ja, guck dich mal um, also so rauszoomen-mäßig. Ja. Ah, ich weiß, hier ist, hier unten, da gibt's doch, da gibt's doch diesen Quacksalber. Vielleicht kriegt man von dem was. McCoy, ist er McCoy? Na, ich meinte den Händler da. Der verkauft doch da so... Ah, ja, das ist eine gute Idee. Warten Sie hier. Also ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Oh. Nein, du schaffst es. Das ist nur so eine... Das ist doch besonders schön getötet. Ja, 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 ich will auch schön töten. Töten, aber mit Stil. Okay, wir gucken jetzt noch, ob wir uns da was besorgen können. Nee, ich will die. Ist mir egal, wie lange die Folge dauert. Ich mach die jetzt noch platt. Okay. Nein, dann, weil wir haben vier Ziele, zwei Ziele in der Folge. Okay. Na dann. Guten Tag. Jetzt geht's. Ganz ruhig. Schauen wir nicht. Schade, es war nur so eine. Ich fand die Idee gut. Aber es gibt auch keine Art von Interaktion. Oh, und was klauen kannst du ja auch nicht, ne? Na, dann gucken wir mal noch, was es auf der Map gibt. Ich stöbere nur. Los. Ja, aber ich finde es so obvious, dass das quasi ja, ich das, auch. Das wäre. Gibt's denn hier irgendwo sonst Gift oder einen Doktor? Gibt's da den Doc vielleicht? Oder nee, also ja, aber wenn du hier heißt. Irgendwie... jemanden hinstellst, wir können was mit McCoy mit dürfen wir nicht interagieren. Was heißen denn die Fragezeichen? Keine Ahnung. Kann man mit denen sprechen? Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Die haben eine Frage. Aber ich kann mit interagieren, geht ja nicht. Der Bürgermeister uns sagte, dass die Eisenbahn kommen man würde. Kann zuhören. Und jetzt? Warte. Ich lauf mal zurück. Ach so, ich wollte, genau, die geben dir Tipps und Hinweise, deswegen. Ach, ich habe gerade gehört, da lief ein Dialog ab, den wollte ich mir jetzt anhören. Das haben wir alle umsonst getötet, jetzt gehen wir doch hier oben rum rein. Ich bin nicht ganz sicher, was mein Plan ist. Okay. Ja, hier sind. Ihmchen ist da. Müsste halt die beiden gleichzeitig töten, ey. Krass. Du kannst das auch mit dem. Ja, das ist mein Plan, gerade, weil es dauert mir zu lang. Jetzt komm auch mit! Jesus. Neuer Haarschnitt gefällig. Ja, rasier ihn. Mach schon. Guck mal, ob das geht. Und die schleicht sich an. Mit Alarm ausgelöst. Ne? Ja. Ja, man muss auch erst aufstehen, glaube ich noch. Sieh genau hin. Du hast dein Blut vergießen. Bist du fertig mit der Prahlerei? Mann, das ist nicht gut. Du musst erst aufstehen, wenn du es machen willst, genau. Das dauert alles zu lange. Jetzt geht's. Wer ist denn der neue Haarschnitt? Verstanden. Und jetzt mal einfach darauf stürmen und jetzt ballert die einfach weg. Nicht ein Glückstag. Jetzt kommt er gleich und jetzt wirst du ihn abstechen. Nirgendwo. Siegen. Warum? Warte, ist okay. Jetzt, weil sie es gehört haben. Durch die. Hör auf zu tragen! Oh, jetzt ist ein Zivilist getötet. Ist mir egal, es musste jetzt leider Kollateralschaden sein. Das hören die halt durch die Wand, ja? Ja, ich bin gut an der Leichen mehr, so. Tötest du die. Solltest du die Dame töten? Ja, ne? Ja. Was labern die? Sie machen mich doch wahnsinnig. Okay, gute Nacht, White March.
Also gut, zwei erledigt. Naja, zumindest haben wir die Hälfte. Bleib doch gerade hier nicht. Ah, wir marschieren jetzt noch kurz raus. Warte. Ich würde halt gern diese Fragezeichen-Dialoge trotzdem hören. Ja, sorry. Du bist einfach daran vorbeigerannt. Bin bereit. Okay. So, fertig. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es dann. Wo wollen wir uns anderen ziehen? Dahin. Der Ingenieur oder der, genau. Der Chefarchitekt und der McBain und der hier, glaube ich, oder? Der Rote und der Quacksalber. Oh, hier oben ist er. Die Küchengang, die hier immer zu viel rumpatrouillieren, das wird interessant. Ich merke, ich muss noch ein bisschen warm werden. Da waren noch ein bisschen kalte Hände dabei gerade. Kein Problem. Viel Trial and Error. Ich werde mich bessern. Jetzt komme ich aber langsam rein. Ich muss ein bisschen meine Ungeduld auch besiegen und ich hoffe, ihr seht es mir nach. Bis zur nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.